So, und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die ganzen Lederbeutel ausgepackt, habe ein bisschen Gold bekommen und ich habe mir eine Liste aus dem Internet rausgesucht, wo die ganzen Drachenwurzel drauf sind. Im Minental gibt es im Add-on leider keine, nicht mehr, aber ich habe es geschafft, nochmal zwei zu finden und habe mal offscreen. Oh, ich vorhin wohl gefunden. Offscreen habe ich mal zwei Tränke gemacht. So. Ganz frech. Hat man oft genug gesehen. So, jetzt haben wir auch 170. Oh, geil. 170 Stärke. Das heißt, wir können die geilste Waffe nochmal kaufen. Ich glaube, bei dem Typen hier. Bei dem, glaube ich. Ja. Kann ich die auch kaufen? Ich habe nicht genug Gold. Ach, 3000 kostet die. Fuck. Fuck. Hatte ich nicht. Ich war der Meinung, ich hatte. Oh, ich habe geladen. Ach, ach, Leute. Ich hab's nicht. Ach. Wie ärgerlich ist das denn jetzt? Ah, naja, gut, solange wir jetzt drauf, jetzt auf 3000 kommen. Ah. Sachen, die passieren, wenn man offscreen verkackt und wieder laden muss und dann Sachen vergisst. Ach, geil. So. Zack, jetzt sind wir bei 3000. Ich muss mal gucken, ich. Rutsch runter auf 160 Stärke. Davon lasse ich lieber die Finger. Da kann ich die Drachenscheide behalten. Das ist nice. Glaubst du wirklich daran? Was kannst du? Ich schätze. So, zack. Ach, geil. Dann kann ich das Ding verkaufen und den auch. Den habe ich vorhin auch gefunden. Ich glaube bei den Snappern. Das Ding kann weg. So. Wunderbar. Dann kann ich jetzt endlich. Ich weiß langsam nicht. Ach, geil. Berserker-Axt. So wie es sich gehört. Gut, dann wollen wir mal damit anfangen, weswegen wir überhaupt hierher gekommen sind. Ich hätte das und zwar, ja, wir haben ja von Torlo die Aufgabe bekommen. Meinst du, mir geht es besser? Anga haben wir jetzt leider nicht gefunden, deswegen sorry, falls du noch hier bist. Und auch die ganzen Drachen Jäger, Drachenritter, Drachenmeister, Drachenjäger. Es tut mir wirklich leid, aber ich werde jetzt Dinge tun. Wenn ihr schwache Nerven habt, schaut bitte hin. Denn diese Paladine haben es nicht anders verdient. So. Käse, Wolfsfell, dies, das. Nee, den ganzen Plunder plundere ich jetzt nicht. So, Schlüssel. Warum liegt hier ein Schlüssel? Okay, cool. Ich bin aber natürlich auch den falschen Turm hoch. Naja. Ich hoffe, wir können auch alle mitnehmen, die ich jetzt rekrutiert habe. Weil Torloff würde halt auch als Kapitän fungieren. Genauso wie der andere, den wir im Kloster aufgesammelt haben. Was wolltest du da drin, hä? Ach Leute, ey. Also kein Schwein sieht das, aber was wolltest du da dran? Konnte doch nicht angehen, hast du da reingehört. Wir oh. Sprechen uns noch! Ist das dein fucking Ernst? Meine Güte, ey. Unglaublich. Ist das dein Ernst? Ja, so ist gut. Das gibt's doch gar nicht. Das wird ihm eine Lehre sein. Ah, Leute. Das kriegt er noch alles zurück. Mehr als ihr denkt. Ich muss. Das höre ich zum ersten Mal. Zum Torwächter. Hier muss ich hin. Mein Güte, ey.
Dann macht er sich das einfach umständlich. Ich glaub's ja nicht. Huch. So, flipp. Jetzt geht er hoch. Ach komm, muss er halt hier hin. So. Ey, komm, das ist jetzt doch nicht dein. Danke. Hey, du. Haupttorwache. Was ist deine Aufgabe? Mein Auftrag ist simpel. Ich muss darauf achten, dass sich die Orks nicht näher als 30 Schritt ans Tor heranmachen. Wenn sie versuchen sollten, das Torgitter zu durchbrechen, werde ich Alarm schlagen. Das ist alles. Ah, das ist ja wohl. Ja. Was müsste jemand tun, wenn er das Haupttor öffnen wollte? Um Himmels Willen, warum willst du das wissen? Ich frage für einen Freund. Ja. Ich mache mir Sorgen über die Sicherheit der Burg. Das mache ich mir auch jeden Tag, das kannst du mir glauben. Und weil ich so ein gewissenhafter Wachmann bin, hat mir Garond jetzt endlich auch den Schlüssel zum Torraum anvertraut. Oh, das ist eine aber schön, verantwortungsvolle ich. Aufgabe. Ich werde gut darauf aufpassen. Das habe ich Garond schwören müssen. Ja, dann stell dir mal vor, da würde einer kommen und einfach den Hebel des Tores ziehen. Und das alte morsche Stahlgatter würde sich verkanten. Dann könnte niemand mehr das Gitter schließen. Nicht auszudenken, was dann passieren würde. Zum Glück weiß das ja keiner, dass ich den Schlüssel habe. Ohne Scheiß, warum? Warum erinnert mich diese Torwache einfach so hart an Laszlo? Sorry. Sorry dafür, aber du, der erinnert mich einfach knallhart an dich gerade. Hey. Es wäre ein Kinderspiel. Ja, huch. Ist aber. Wäre ja eine Schande, wenn jemand den Schlüssel klauen würde. Und aus Versehen den Oh nein, wie konnte das nur passieren? Oh nein. Ja. Was denn? Ach, der ist schon tot, okay. Der ist im Stehen gestorben. Ich würde mal sagen, ich lasse dich hier mal in Ruhe. Die feiern hier eine Party. Ich möchte jetzt nicht weiter stören. Es wäre ja eine Frechheit und eine Anmaßung, wenn ich da jetzt die Versöhnungsparty zwischen Menschen und Orks stören würde und vielleicht was falsch sagen würde, weil ich die Etiketten der Orks nicht kenne. Deswegen gehe ich jetzt einfach. Tschüss. So, da sind wir jetzt auch hier. Ich wollte gerade sagen, hier ist viel freundlicher, aber der Himmel ist knallrot. Blutrot. Das ist, Alter, das brauche ich nicht mehr. Passing Korea, das ist ja, brauche ich auch nicht mehr. Komm, die Burg brauche ich nicht mehr. Ja, das kann man noch gebrauchen. Okay, so, zack, zack. Ja, Großbauern. Da kann ich. Kord ist nicht da, schade. Könnte ich jetzt mal in den letzten Punkte noch mal in zwei Händler skillen. Torloff ist aber auch nicht hier. Was für eine Frechheit. Gut. Dann sind die wahrscheinlich hier beim Großbauern. Jo, hey. Sind sie auch schon. Kord, jo, mach das. Ich kann die. Blablabla. Ja. Zweihand. Oh. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du Maximum liegt bei 90. Du bist schon. Joa. Wir sind bei 90. Wir haben noch 10 Lernpunkte. Einfach auf Hand hier Torloff. Aha. Ich will. Kann er mir. Ja, nee. Ja. Das Tor zur Burg im Miental ist geöffnet und hat sich verklemmt. Die Orks konnten ungehindert die Burg stürmen. Die Paladine in der Burg haben schwere Verluste gegen die Orks erlitten. Es dauert nicht mehr lange, schätze ich, bis die Paladine aus der Stadt ins Minental vorrücken, um die Jungs aus der Burg zu holen.
Dann steht ja einer Flucht aus diesem verfluchten Landstrich nichts mehr im Wege. Jo. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mitkommt oder nicht oder was auch immer. Aber ich müsste theoretisch alles haben. Jo, ich müsste alle haben. Gut, Hafenstadt. Wusch. Ach ja. Wie sieht's aus? Willst du nochmal gegen mich antreten? Ich glaube, ich bin mittlerweile besser geworden. Das ist doch schon lange bekannt. Ich meine, warum? Ich will gegen dich kämpfen. Nee. Bevor ich nochmal gegen dich antrete, ich musste vor ein paar Tagen mal mit dem Teil. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hätte Lachesbein noch vergessen. So. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Jo. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschickle? Ja, komm einfach mit. Ich wusste, wir treffen uns alle. Ein Mann der Tat. So. Zack. Jetzt müsste ich theoretisch alle haben. Aber ich gehe nochmal. Ja, tanz mal. Ach man, ich versuch's immer wieder. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Dip. Und meine Mütze vor Schlaf bekommen, bevor das Abenteuer losgeht. Er arbeitet auf dem Schatz. So, zack. Hi, du bist jetzt mein Bettnachbar. Mein Bettpartner. Komm kuscheln, wenn du willst. Wenn nicht, Pech gehabt. So, zack. So macht man das heutzutage. Man nimmt sich einfach das Bett, das man haben will. So, spring runter. Das geht natürlich nicht. So. Ja. Gut, ich könnte jetzt natürlich auch noch irgendwie... Hoch. Das wollte ich nicht. Ein paar Quests machen nach dem Motto, wir müssen noch ein paar Leute umbringen und ausrotten. Aber... Ja, ich habe einen Geschwindigkeitstrank genommen. Du kannst auch gerne rennen. Gut, ich vermute mal, das ist unser Schiff. Ein anderes Schiff liegt hier sowieso nicht vor Anker. Naja, eine Schande, wenn das eine Bande von Typen, die bunt zusammengewürfelt sind. Vor allem Bennett ist der geilste mit seinem. Ah, verdammt. Glaubst du wirklich? Verdammt. Ich habe was vergessen. Ich habe tatsächlich was vergessen. Oder kann ich die einfach so kaputt prügeln, die Wachen? Ich probier's mal aus. Bevor ich mir jetzt vom Richter die Genehmigung hole, knüppel ich die Paladine um. Das kann ja nicht ewig so sein, so, mal speichern. Ja, normalerweise sind hier ganz viele Paladine, die das Schiff bewachen. Aber scheinbar... Naja gut, zur Not. Torloff, bist du da? Nee, ich quatsch mit Lee. Auf geht's. Was hätte ich dir vorher sagen? Diego, das, Laris, Lee, Wolf, hey, Jorgen. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch, her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Kommt Torloff jetzt nicht mit? Oder ist Torloff dabei unter den Jungs? Ja, ich meine, wenn Torloff verpennt hat, selber schuld. Wenn er halt keine Lust hat auf ein Abenteuer, ja. Ja. Ich hab's ihm angeboten. Ich wollte es ja. Ich wollte es ja wirklich. Haben wir... Alchemitisch brauchen wir. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit ich, falls nötig, das Auge Inneres nochmal aufladen kann.
Joa. Joa. Joa, ganz viele Betten. Finde ich auch schön, dass Gorn direkt pennen will. Ich vermute mal, da ist meine Hütte dann. Finde ich auch gut, dass wir einfach auf das Schiff gehen und es einfach an den Nagel reißen. Finde ich echt gut. Finde ich echt gut. So, komm. Was soll der Geiz? Ja, warum erfahre ich das erst jetzt? Das ist zum ersten Mal. So, tschüss, Leute, tschüss. Ich habe das Schiff kapert. Das gehört jetzt mir. Naja, gut. Hier wird schon irgendwo ein Archimedes stehen. Hey. Ist ja nur kein Milton, das bestimmt wieder aufladen. Hoffe ich doch. Wenn nicht, sind wir ziemlich in den Arsch geknippt. So. Zack. Gut, Jorgen, mach mal. Ich leg mich hin, ich gepennen. Gute Nacht. Adieu. Cha cha cha. Und bis dann. Nö. Zu weit entfernt. Huch. Das ist zu weit entfernt, jo. Da sind wir. Ich bin... Kapitel 6. Die Hallen von Erdorath. Ich kann das nicht mehr hören. Gut, kann ich mit den Leuten quatschen? Kann mich irgendeiner von denen begleiten oder so? Oder muss ich da alleine raus? Warte mal, einige Probleme erledigen sich von selbst. Wie steht's? Musstest du unbedingt Bennett mitnehmen, Mann? Wo ist das Problem? Das hab ich auch gesagt. Ach, gar nichts. Ist schon gut. Erledige deine Aufgaben und dann schnell weg hier, okay? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Hey, du. Welch? Nur die Besten. Ja, okay. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Okay. Ich dachte, meckert jetzt auch über Wolf. Das ist also einseitig. Ich verstehe. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korenis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Es ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Das ist doch nichts Neues. Aber ich habe ein Problem. Na, dann halt nicht, wenn du nicht willst. Wie sieht's aus? Naja, das hätte er doch besser wissen recht müssen. Gespenstisch, die Grotte hier. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Naja. Ich habe Gorn gesehen, wie der hier lang gelaufen ist, im Hintergrund. Gorn. Da. Warte mal. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Ja, dann begleite mich. Toll. Gut, was mit dir? Achso, das ist Wolf. Okay. Jochen? Alles im Griff? Klar doch, wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen.
Alles klar. Was ist mit dir? Hey. Alles gut? Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Danke dir. Gut. Was hat der Magier da oben zu sagen und der Kräuter-Junkie? Wissen, was man so rum erzählt. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Schluch. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Ja. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Das Lustige ist, man kann das Auge Innos ja fallen lassen. Und wenn man mit ihm spricht und der einen fragt, ob man es dabei hat und das verneint, dann dreht er halt richtig durch. Es ist so toll. Es ist lustig, aber... Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Alles klar. Gut, was mit dir? Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nicht. Vielleicht später. Tolle Unterhaltung. Ich gehe auch mal zu meinen Freunden hin und frag, hast du mir was zu sagen? Nee, später vielleicht. Jetzt bist du mir gerade nicht wichtig genug. Ja, gut. Was soll's. Ich speichere auch mal ganz frech auf der 2. Beende auch die Folge ganz frech und sag vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spaß. Und dann knüpfen wir uns die Hallen von Irdorath in der nächsten Folge vor. Also, in dem Sinne, ciao.